Unsere Motivation, in die Modernisierung der Zentrifugenstation zu investieren, hat drei wesentliche Gründe. Zunächst die Umsetzung der Vorschriften zur Unfallverhütung aus den Vorgaben der Berufsgenossenschaft durch den Einsatz neuer, fehlersicherer Steuerungen und Kommunikation. Dann die Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks durch eine Optimierung des elektrischen Energieverbrauchs. Wir erwarten hier mindestens 10% Energieoptimierung und letztendlich auch eine höhere Durchsatzleistung durch die verbesserte Regelung. Als noch nicht bewerteter Aspekt kommt eine Verringerung der Wartungs- und Instandhaltungszeiten sowie die damit verbundenen Kosten hinzu. Im Zuge der Modernisierung in der Zuckerfabrik Jülich wurden wir beauftragt, die Zentrifugenstation mit 2 Raffinade und 6 Weißzucker 2 Zentrifugen zu modernisieren. Wie in allen Zuckerprojekten gibt es einen klaren Endtermin, zu dem die Anlage nach dem Umbau wieder in Betrieb sein muss. Das ist der Kampagnenstart. Wir werden pro Zentrifuge jeweils eine Sematic S7-1500F als zentrale Steuerung einsetzen. Die Anbindung an die Feldebene sowie die Umrichter und die Panels erfolgt über das innovative ProfiSafe-Bus-Konzept. Im Vorort-Schaltschrank wird zusätzlich zu den Sematic ET200SP-Baugruppen noch eine Burkhardt-Ventilstation integriert. Wir haben die Last- und Momentenverläufe genau analysiert und werden deshalb unseren Frequenzumrichter vom Typ Synamics S120 Chassis 2 einsetzen. Damit erreichen wir die geforderten erhöhten Leistungsdaten und die gewünschte Energieoptimierung. Die Bedienung an der Zentrifuge erfolgt über die neuen Touchpanels der Pro-Serie. Für die übergeordnete Regelung und Bedienung wird eine Kommunikation mit einem Prozessleitsystem Sematic PCS7 Version 9 realisiert. Die Applikation Zuckerzentrifuge stellt einen wichtigen Innovationstreiber für unsere Umrichter dar. Denn wir haben hier eine Anwendung, wo wir eine sehr raue Umgebung haben, aber auch sehr hohe Anforderungen an unser Umrichtersystem. Das Ganze haben wir mit unserem neuen Synamics S120 Chassis 2 berücksichtigt. Denn wir haben hier sehr stark wechsellastfähige IGBTs drin und wir haben auch sehr robuste Kondensatoren sowie eine sehr zuverlässige Elektronik in unserem Umrichter verbaut. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Geräte sehr kompakt sind und wir natürlich hier in Nürnberg auch eine sehr gute Schrankfertigung haben, die sehr flexibel auf Kundenwünsche reagieren kann. Dadurch können wir noch zusätzliche Wünsche realisieren, wie zum Beispiel eine zusätzliche Steuerung im Schrank oder noch weitere Komponenten, was halt der Kunde sich gerade gerne wünscht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir hier auch über ein Prüffeld verfügen, wo im Anschluss die Geräte geprüft werden können, sodass wir sicherstellen, dass wir hier eine sehr hohe Qualität haben, bevor die Geräte zum Kunden gehen. Hier im Test für die Zentrifugenapplikation für die Zuckerfabrik Jülich werden die Anforderungen des Kunden mit unserer Erfahrung aus der NAMAT-Entwicklung zusammengebracht. Im TIA-Portal projektieren wir durchgängig auf Basis der Sematic S7-1500F CPU vom Feld über Umrichter bis zur Bedienebene. Die gesamte Applikation wird in einer simulierten Testumgebung mit Steuerung, Umrichter, Motor und Panel getestet. Parallel zum Touchpanel der Zentrifuge kann die Bedienebene auch auf einem iPad dargestellt werden. Damit ist es dem Bedienpersonal möglich, auch mobil jederzeit auf die Betriebszustände Zugriff zu haben. Für die übergeordnete Sequenzierung und Regelung dient dann das Prozessleitsystem Sematic PCS7 Version 9. Hier kann die entsprechende Verriegelung der Maschinen weiter optimiert werden, bis hin zur zentralen Steuerung und Regelung, die dann das gesamte Zuckerhaus koordiniert. Mit Hilfe des NAMAT-Zentrifugenpakets ist eine übergeordnete Regelung mit bisher unerreichter Flexibilität möglich. Die Maschinen laufen absolut perfekt und wir haben zwar noch keine ganze Kampagne ausgewertet, aber die ersten Ergebnisse zeigen, dass wir die erwarteten und versprochenen Ergebnisse in Bezug auf Ausbeute und Energieoptimierung wohl sicher erreichen werden. Auch die Installation mit den neuen Bückert-Komponenten, den neuen optimierten Vor-Ort-Schaltkästen und den schicken Bediengeräten ist sehr gelungen. Und mit der Integration in das Leitsystem, entstanden durch die Teamarbeit zwischen Siemens und unseren eigenen Fachkräften, können wir jetzt eine weitere Optimierung der Fabrik vorantreiben.